Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wackenhut TV. Heute exklusiv vom Nürburgring. Wir begleiten die Teams von Windward Racing und schauen einfach mal, was da so hinter den Kulissen passiert. Genau, wir konnten auch exklusiv für euch einmal mit den Fahrern sprechen, die uns auch wirklich mal ihr Fahrzeug erklärt haben. Was ist denn wirklich ein DTM-Auto oder was macht ein DTM-Fahrzeug aus? Wie läuft so alles hinter den Kulissen ab? Boxenstopp, Preistraining, Qualifying, das Rennen. Nehmen wir alles für euch mit, würde ich sagen. Viel Spaß und legen wir los. Kommt mit. Wir befinden uns aktuell hier im Fahrerlager des Nürburgrings. Wie man sehen kann, hier der verschiedenen Marken oder der verschiedenen Fahrerteams finden sich hier alle LKWs. Aktuell sind 7 verschiedene Marken in der DTM, die mit ihren Fahrzeugen antreten. Es sind 15 Teams mit 23 Fahrern insgesamt. Ganz neu die Saison auch, was davor auch noch nicht gab, sind mittlerweile umgestiegen auf reine GT3-Fahrzeuge. Heißt, Hubraum zum Beispiel unbegrenzt. Man könnte sehr viele Möglichkeiten, die Fahrzeuge zu modifizieren. Unsere zum Beispiel haben jetzt die klassischen 6,3 Liter V8 Motor noch drin, was man wahrscheinlich dann auch im Hintergrund auch schon leicht hören kann. Für mich ist es heute auch eine ganz neue Erfahrung. Ich selber war noch nie hier an der Rennstrecke, also Nürburgring zum ersten Mal. Deswegen sehr viele Impressionen, die auf einen hier reinprasseln. Wie gesagt, sehr interessant, einmal hier alles zu sehen, was auch mal halt ja hinten im Fernsehen zum Beispiel gar nicht mitkriegt, hinter den Kulissen. Wie geht es wirklich in der Boxengasse ab? Wie sind die Fahrer? Wie bereiten die Fahrer sich mental drauf vor? Nachher sprechen wir nochmal persönlich mit einem Fahrer, wie er sich, wie gesagt, auf dieses Rennen auch vorbereitet. Und wie gesagt, was sind die Unterschiede zwischen den, es gibt ja die Serienfahrzeuge oder die Werksfahrzeuge von uns, wo dann, wie gesagt, als AMG GT gelten. Und was ist denn überhaupt der Unterschied vom normalen GT zu der GT3-Version? Dann schauen wir uns nachher noch an, gerade zum Beispiel Thema Interieur. Wir haben ja viel, man kann ja wie gesagt ein GT3-Fahrzeug nicht mit einem Serienfahrzeug vergleichen. Allein wenn man schon reinguckt, ein GT3-Fahrzeug hat nur einen Sitz. Wie gesagt, ist Leichtbauweise, kaum Gewicht und wie gesagt, hat dafür auch ein komplett neues Lenkrad oder ein komplett anderes Lenkrad, was rein für den Rennsport konzipiert worden ist. Preistraining ist vorbei. Wir haben jetzt exklusiven Zutritt. Wie gesagt, Philipp Ellis, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Da hinten sehen wir schon dein Arbeitsgerät. Jo. Was kannst du uns über das Fahrzeug erzählen? Ja, eigentlich alles, was du willst. Also, wenn du irgendeine bestimmte Frage hast, dann sehr gerne. Genau. Und sonst können wir einfach mal generell rundherum gucken. Genau, ich würde mal sagen, man erkennt ja eigentlich noch mehr oder weniger, woher das Fahrzeug herkommt. Ja. Genau, wir als Vertriebler kennen wir den normalen GT. Basismodell erkennt man gerade nur noch so. Aber so viel ist auch nicht mehr dran. Also man sieht, alles sehr viel breiter, sehr viel tiefer, sehr aggressiv. Das Eindrücklichste am Anfang ist natürlich vorne die Kühlung, Klar. Die ja beim neuen GTE schon relativ groß ist. Bei uns ist sie noch mal ein bisschen größer. Mhm. Und natürlich die ganze kalte Luft, um alles abzukühlen, nicht nur den Motor, sondern auch die Bremsen und uns auch drinnen, so insofern es geht, je nachdem, was wir für Temperaturen draußen haben. Und ganz klar halt die Flicks sind sehr alles halt, was Anpress genau. irgendwie erzeugen kann. Ne? Die Flicks, großer Splitter aus Carbon vorne, der eigentlich komplett der Unterboden dann durchzieht aus Carbon. Was im Endeffekt eigentlich auch so das Hauptding am GT-Sport ist, ist wirklich der Unterboden. Also man würde ja immer meinen, wenn man mal hinten drauf guckt, dass der Spoiler, der ja auch sehr imposant ist, ja, klar. Der macht es aus, aber das ist tatsächlich nicht so. Also wir benutzen eigentlich den Spoiler im Endeffekt, um den Boden und das gesamte Auto auszubalancieren. Okay. Na? Klar. Das heißt, wirklich vorne der Splitter aus Carbon, der Unterboden, das ist das, was die Performance im Auto holt. Und alles andere ist eigentlich das, um ein bisschen kompensieren, ein bisschen ausbalancieren, kühlen und möglichst fahrbar machen für den Fahrer. Genau, ja. Wenn wir jetzt gerade mal weitergehen, Thema, sage ich mal, Anführungszeichen Interieur. Gehen wir mal ins Interieur, genau. Ja, hat ja mit der Serie rein gar nichts mehr zu tun, ist ja eigentlich alles wenig, auf genau. dich ist, persönlich zugeschnitten. Ist alles eigentlich draußen, was man so als Komfort kennt. Muss wahrscheinlich hier kurz halten, weil die Klar, ist sehr leicht, wie du merkst. Ist halt auch Carbon, ist kein Gewicht mehr dran. Mhm. Wir haben auch keine Scheiben mehr. Okay. Ist keine richtige Scheibe, ist sexy. Okay. Und wenn man reinschaut, es ist sehr wenig da. Also wirklich nur das Allernötigste, was jetzt zum
kein Fahren brauchen. Wir haben auch keine Klimaanlage, wäre auch schön. Halt alles Gewichtsoptimierung. Alles Gewicht raus. Man könnte tatsächlich eine Klimaanlage drin haben, ist aber Gewicht und zieht natürlich ein bisschen Leistung. Deswegen auf jeden Fall. Raus damit. Brauchen wir im Normalfall nicht, die Rennen sind kurz genug und ist auch ohne auszuhalten. Obwohl wir im Cockpit immer wieder mal so an die 60, 65 Grad im Cockpit drin haben, ja. Okay. Das ist schon sportlich tough, auf jeden Fall. Sagen wir mal, gell? Also angenehm ist anders, ja. Und klar, das andere, was man sieht, sehr große Sitzschale, auch aus Carbon. Mhm. Auch mittlerweile die modernen GT3 haben alle dasselbe Konzept natürlich mit der Carbonschale. Und dann in der Carbonschale unser eigener Sitz. Also dann hat jeder Fahrer seinen eigenen Sitz auf sich angepasst. Okay. Das, falls mal was wäre, natürlich, dass man bestens gesichert ist da drin. Natürlich, und klar, das ist ja die Hauptsache auch. Ist die Hauptsache, wenn mal was passieren sollte. Und es muss natürlich auch angenehm und gemütlich sein, wenn man fährt. Ist halt, okay, man muss so angenehm wie möglich halt, ne? Genau, genau. Und das wissen viele nicht. Wir machen das tatsächlich mit Sitzschaum. Das passiert dann so, dass man sich quasi auf den Plastiksack setzt ins Auto, ohne dass was drin ist. Und er versucht sich so ein bisschen in deine Sitzposition reinzuheben, reinzulegen, reinzudrücken. Dann wird das zusammen gemischt und dann kommt dieser Sitzschaum von unten nach oben und drückt dich quasi hoch. Und du musst dagegen drücken. Und dann sitzt du erstmal da 10, 15 Minuten auf so einem Plastiksack, der brutal heiß wird, weil er eine chemische Reaktion hat. Und so formen wir im Endeffekt den Sitz. Okay, deswegen wusste ich jetzt auch nicht, ja? Dass du so halt deine Körperform abpasst. Ne? Das ist halt perfekt dann für dich. Genau. Der dann Sitz alles, was irgendwo übersteht, ob es jetzt irgendwo an der Kniekehle zum Beispiel, wenn du das Pedal durchdrückst oder so, das wird dann einfach danach abgeschnitten. Okay. Ne? Und wenn das alles mal fertig ist, alles für dich selber passt und es wird am besten Fall nochmal getestet beim Fahren irgendwo, erst dann wird er tatsächlich überzogen. Okay. Das ist auch ein relativ langer Prozess. Ja, wusste ich jetzt auch nicht. Aber interessant auf jeden Fall. Aber dann natürlich klar, wenn man hier mal reinschaut, das Lenkrad halt auch noch. Das hat natürlich auch mit der Serie nichts mehr zu tun. Ich kenne es nur klassisch mit Touch-Control-Buttons zum Beispiel. Nicht. Haben wir jetzt hier nicht. Gar nicht, ja. So. Also eigentlich, unser Lenkrad ist relativ basic, muss man sagen. Ein paar andere Hersteller haben es wesentlich nicht ausgeklügelt, sondern einfach noch mehr am Lenkrad. Wir haben halt den Rest, den wir jetzt hier nicht haben, haben wir auf der Mittelkonsole. Okay. Was wir jetzt aber am Lenkrad haben, ist ganz klar Pitspeed. Brauchen wir relativ viel, gerade hier mit den Performance-Pitstops. Klar. Unser Pitspeed, unser Flash-Button, sieht man in den Rennen immer wieder, dass wenn du hinter einem herfährst und die Lichter an ausgehen. Lichtlupe in Anführungszeichen. Lichtlupe, genau. Funktioniert aber nicht so, dass wir hier die ganze Zeit am Drücken sind, sondern wir drücken einmal und dann geht er an, aus, an, aus, an, okay. Aus. Start, Stopp, ganz normal, eigentlich selbsterklärend, neutral, dass wir aus den Gängen rauskommen, in neutral runter, okay. Falls man mal schieben müsste. Mhm. Hier, die zwei Knöpfe sind für die Display-Pages, die man hier dann im Display sieht, im Cockpit. Okay. Das heißt, du hast als Fahrer 3-4 verschiedene Seiten, wo dir Informationen gegeben werden, ob das Reifendruck, Reifentemperatur, Bremsverlauf, alles, was natürlich mit dem Motor zu tun hat. Ja. Dass wenn auch mal der Ingenieur mich fragt, was sind gerade Wasser, Öl, was auch immer, Temperatur, dass du Infos gleich auf die Seite gehen kann, kriegt die Infos und geht dann wieder zurück. Jetzt auf dem haben wir noch den Drink-Button, brauchen wir jetzt hier in der DTM nicht, aber Langstrecke, klar, hast Trinksystem drin, hast dann auch hier in dieser Höhle hier, hast du dann eine Trinkflasche drin, die auch bei jedem Fahrerwechsel gewechselt wird, dass du dann quasi beim Fahren trinken könntest, wenn du willst. Und das andere ist dann noch natürlich der Funk, das Radio. Ja, dass du mit deinen Teamkollegen dann in Kontakt treten kannst. Genau, genau. So, das ist eigentlich schon das Lenkrad sehr simpel erklärt. Ne? Ja, ist ja alles, was man eigentlich für einen Rennsport braucht. Ne? Alles, was man braucht. Ja, viel mehr brauchst du dann nicht. Aber wir haben natürlich noch, wie du siehst, sehr viel mehr Knöpfe. Ja, klar, ich sehe gerade rein, überall nur wie so ein Flugzeug so ein bisschen. Genau. Oder ein Jet, ja. Ist im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen überwältigend, aber auch sehr simpel. Ich setze mal kurz rein. Hier diese zwei Drehschalter zum Beispiel. Ist jetzt einfach unser ABS. Wir können unser ABS in 12 Stufen verstellen. Okay. Genau das gleiche mit der Traktion. Bis je nachdem, wie alt ist der Reifen, was sind Streckenbedingungen, regnet, ist trocken, ist es heiß, ist es kalt, dass du das entsprechend hier angleichen kannst. Ganz normal Zündung an, aus, Hautschalter an, aus. Den natürlich versuchen wir nicht zu benutzen. Das ist der E für Emergency Button, genau, wahrscheinlich. Das ist der Feuerlöscher. Okay. Also den am besten gar nicht benutzen das ganze Jahr. Und das hier alles ist eigentlich noch eher kleinere Gadgets. Das ist eine Fuel Map. Das brauchen wir eigentlich auch nur in der Langstrecke, wie viel Benzin man braucht auf die Runde.
Damit könntest du jetzt auf Map 1 könntest du weniger benutzen, wenn Safety Car zum Beispiel, wenn du Sprit sparen musst, irgendwie so. Okay. Brauchen wir auch nicht in der DTM, wir fahren immer auf 3. Du kannst das Display noch verändern, wie hell das ist. Warnblinker musst du haben. Ganz klassisch, ja. Ganz klassisch. Die Lichter, ob du jetzt nur das normale Standlicht hast oder das Hauptlicht. Mhm. Lustigerweise, das Einzige, was wahrscheinlich vom normalen Straßenwagen hier noch mitgekommen ist, ist der hier. Ja, wollte es gerade schon sagen, den kennt man so ein bisschen, gell? Den kennt man noch und der funktioniert genauso wie im normalen Auto. Also wirklich Blinker hoch, runter. Ja, Scheibenwischer. Das war ja, und Spritzmasse, aber würde er wahrscheinlich auch nicht haben, oder? Nee. Ja, wollte es gerade sagen. dafür haben wir nämlich tatsächlich auch spezielle Folien. Du siehst es hier oben an der Ecke außen. Okay. Also wenn die mal dreckig sein würde, bei dem Pitstop kann man die einfach abziehen. Okay, ist dann wie so Lotus-Effekt, dass das Wasser einfach abhält wahrscheinlich? Quasi auch, aber wenn du jetzt wirklich Öl oder Gummi auf die Windschutzscheibe kriegst, die kriegst du dann nie mehr weg. Klar, ja. Und dann wird einfach eins der Folien abgezogen und wir haben normalerweise 3 Stück drauf. Ah, okay, und das dann heißt, ist halt wieder klare Sicht. Genau, dann hast du okay. Quasi wieder eine neue Folie und der ganze Dreck ist weg. Alles klar. Ja, sonst haben wir hier drin eigentlich schon nicht mehr viel. Das Einzige, was man noch ein bisschen sehen kann, ist unsere mega Klimaanlage. was im Endeffekt einfach nur die Luft von vorne ist. Von draußen halt dann rein. Das heißt, wenn es draußen 40 Grad hat, dann kriegen wir hier auch 40 Grad rein. Ist nicht unbedingt angenehm, aber wenigstens kriegst du ein bisschen Luft hier drin. Weil sonst, wie du siehst, das ist nichts. Also nichts, wo du irgendwie aufmachen kannst. Ja, klar. Wir haben kein kleines Fenster oder so im Fenster. Das gibt es ja auch zum Teil. Und entsprechend wird es schon sehr warm hier. Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Lass ich dich mal wieder aussteigen. So. Ja, fahren wird wahrscheinlich schwierig, aber könnte ich auch mal rein. Einfach mal Platz nehmen, einfach das Feeling, wenn es okay ist. Wenn du schaffst. Ja, ich gebe mein Bestes. So. Was ging aber? Mehr oder weniger elegant, oder? Also, fürs erste Mal war es ganz okay. Ja, ich sag schon immer, ich bin eigentlich auch dafür geboren. Nee, aber ist natürlich ein krasses Feeling. Also wenn man das mal mit dem Serienfahrzeug vergleicht, das ist echt. Auch hier, wie gesagt, mit dem Käfig und alles. Dann wie du siehst relativ wenig in dem Auto. Das wollte ich auch gerade sagen. Man kennt es ja vom normalen GT, da hat man ja schon die lange Schnauze einpacken. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Also wie gesagt, Respekt, dass man da wirklich auf der Strecke überhaupt so den Überblick behält. So, aber dann komme ich mal wieder raus. Nochmal so elegant wie rein. So. Ja, war gut geschlagen. Dankeschön. Wieder. So, vielen Dank. Gut, Philipp, dann dir erstmal vielen lieben Dank für die Einblicke. Dankeschön. Wir stehen jetzt hier, Training ist beendet für heute, haben jetzt hier einen Fahrer von uns, den Lukas Auer. Kurzes Recap, was sagst du zum ersten Trainingstag? Du, generell würde ich sagen positiv, wenn man immer am Freitag weiß man nicht, was die Konkurrenz tut. Wir haben aber viel getestet und ich glaube, wir sind aussortiert, wir müssen noch ein paar Schritte machen, also ein bisschen fehlt uns, aber ich bin zuversichtlich. Jetzt mit den neuen GT3 Fahrzeugen, wo liegt für dich so der persönliche Unterschied oder wie macht sich das bemerkbar beim Fahren? Ja, du, in meinem Fall muss ich mich ein bisschen zurückschrauben. Wir haben ABS-Traktionskontrolle. Mhm. Das ist eine Hilfe, aber man kann das auch zu seinem Vorteil verwenden. Also da gibt es schon noch ein bisschen was zum Aufholen. Das Auto ist generell schwerer, ja, ein bisschen weniger Aerodynamik, aber deswegen können wir viel härter rennen fahren. Also ich muss mich ein bisschen zurücknehmen und so in meinen Flow reinkommen. Perfekt. Dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und viel Glück für morgen. Ciao, ciao. Philipp, was sagst du? Recap zum heutigen Tag? Ja, ich glaube, soweit ganz gut. Bisschen schwierig zu sagen, was die anderen immer machen mit den Reifen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Ist gerade nochmal mit gebrauchten Reifen relativ weit vorne gewesen. Noch keine neuen Reifen drauf gehabt. Das ist also ein bisschen eine Wundertüte morgen im Qualifying. Okay. Aber ich glaube, wenn es Wetter hält, sind wir ganz gut aufgestellt. Regen ist auch so eine große Unbekannte, wenn es regnen sollte. Klar, ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir gut vorbereitet. Jetzt Renntag beendet der erste, morgens Qualifying. Was machst du für dich jetzt als Vorbereitung? Wie bereitest du den Abend jetzt vor? Wie startest du morgen in den Tag? So viel mache ich eigentlich gar nicht. Also ich hole mir nachher noch ein paar Videos, ein paar Daten, nehme die mit ins Hotel. Gucke natürlich hier nochmal mit meinem Ingenieur, mit dem Thomas, ein bisschen drüber, ob man gerade was Grobes findet, was man relativ einfach verbessern kann, ob es jetzt Linie ist, Bremspunkt, wie auch immer. Und nehme dann eigentlich wirklich die Videos aufs Handy mit und schaue mir die im Hotel nochmal an.
Geh früh ins Bett, steh früh auf und mach das gleich eigentlich normal, dann früh morgens, bevor es ins Quali geht. Perfekt, alles klar. Dann wollen wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Dir heute einen schönen Feierabend und viel Glück für morgen, gell? Dankeschön. Perfekt, mach's gut. And then you've got Philip Ellis in second, and then Andrea Zapp, but the two Mercedes of Gotts and Hunkerdeyer is...